Ich finde es aber auch beispielsweise richtig geil, dass mein bester Kollege Danny dabei ist. Danny ist natürlich immer Turnierfavorit, ganz klare Geschichte. Aber Danny gehört dazu, Mann. Das ist mein Bruder. Er muss dabei sein und ich freue mich, dass er dabei ist. Für ihn das erste United. Aber ihr müsst wissen, Danny ist auch so ein Öler, ne? Der ist auch immer so, der wird alles dafür tun, das Turnier zu gewinnen. Und ich hoffe, ich bin nicht mit ihm in einer Gruppe. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zum ersten Gruppenspiel in United Hero auf meinem Kanal. Ja, Freunde, die Gruppen wurden ausgelost und ich bin in einer richtig, richtig, richtig schwierigen Gruppe. Ich blende die euch nochmal ein. Ich bin zusammen mit Prons und mit Eli in einer Gruppe. Also ich glaube, in meiner Haut möchte man nicht stecken. Eli war E-Sportler und Danny war E-Sportler oder ist E-Sportler bei Focus und Eli war bei Hertha. Und ich bin einfach Wakes und ich bin in dieser Gruppe. Ich glaube, in meiner Haut möchte kein Mensch stecken, oder? Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr gerne mit mir tauschen? Ja oder nein? Freunde, aber wir haben öfter schon in United gesehen, dass alles passieren kann und deswegen gebe ich hier heute Gas. Und mich würde es übertrieben freuen, wenn ihr meine Gruppenspiel-Episode so supportet wie meine Teambuilding-Episoden. Ich glaube, fast jedes Video hat bei mir 100.000 Views, wenn nicht sogar mehr. Kuss geht daraus an euch. Schaffen wir heute nochmal fürs erste Gruppenspiel gegen einen meiner besten Freunde, Danny, 7.000 Likes. Ich wäre euch auf jeden Fall hammer dankbar. Das wäre krass. Ich weiß, es wird schwierig für mich in der Gruppe. Ich kann nichts verlieren. Ich kann eigentlich nur gewinnen. Sollte ich heute lucky gewinnen, wäre es auf jeden Fall wichtig, 3 Punkte mitzunehmen. Wir haben nämlich schon das Hinspiel bei Danny auf dem Kanal aufgenommen. Und das werde ich euch jetzt auch spoilern. Falls ihr das nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall ab. Und wir haben 2 Upgrades auf der Bank bekommen durch das Community-Upgrade. Ist einmal Ousmane Dembélé, hat 5 Sterne Skills, ist glaube ich eine ganz gute Karte. Und ich habe mich zusätzlich noch für Corona Morona entschieden. Auch eine Karte mit 5-5. Ich glaube, das passt. Wir sind nicht so gut im Community-Upgrade gewesen. Ich habe auch nicht so geil Likes gegeilt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir echt viele Klicks hatten. Und ja, keine Ahnung. Dann ist es schwierig, glaube ich, so ein Like-Tennis zu haben. Obwohl, ja, keine Ahnung, woran es lag. Weil man sich immer woran gelehnt hat. Trotzdem, danke für den Support, Freunde. Das ist das Team, mit dem wir jetzt in United gegen Danny antreten werden. Und ich werde euch jetzt das Hinspiel spoilern, da Danny gegen mich 2-0 gewonnen. Ich muss sagen, verdient. Ich hätte auch ein frühes Tor schießen können, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Lucky Tore sind auf jeden Fall wichtig und die können in FIFA 22 passieren und das ist mein Ziel. Sollte ich heute verlieren, Freunde, dann ist es so, aber ich werde für euch Gas geben, vertraut mir. Wir müssen hier heute auch Gas geben, denn die ersten beiden in der Gruppe kommen weiter und der dritte fliegt raus. Und jetzt bin ich gegen Danny und danach gegen Eli. Ich glaube, beide Spiele werden hammer, hammer, hammer schwierig für mich. Okay, wir laden Danny ein. Und jetzt geht's los. Ich gehe in den Tunnel, ich werde nicht viel reden. Ich werde versuchen, ein frühes Tor zu schießen und dann irgendwie versuchen, darauf aufzubauen. Danny ist drin und er hat auch einen richtig guten Starspieler am Start. Und zwar ist da der Di Natale dabei. Ich habe Mario Gomez bekommen. Ist auch nicht der beste Spieler. Egal, ab geht's. So, Freunde, Danny hat Anstoß. Er zögert hier gerade ein bisschen und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los, Freunde. Und jetzt müssen wir uns strafen. Oh, ich krieg kein Spiel angewählt. Okay, ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin ruhig. Ich halte die Klappe, Freunde. Nein, 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 Ter! Ich wollte Ter Stegen sagen, ich habe Fander gesagt. Okay, 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 okay. Gomez kann Kopfballduelle gewinnen. Gomez. Oh. Oh mein Gott, sein Di Maria! 14. Minute 0-1 und gegen Danny ist das... Das ist... Boah. Nein, 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 nein. Straf dich, Wake. Straf dich. Immer weitermachen. Mach ihn. Mach ihn. Rot ist dein Finish! Vorher grün, der wird geblockt. Danach rot, ich bin so lost. Geh, Marek. Geh. Geh, Kimpembe kann nichts. Oh, Ecke. Ecken kann ich, ihr wisst es selbst. Ihr wisst es selbst, Freunde. Jawohl. Nein, er stellt den Torwart dahin, wie gut. Danny kennt mich einfach zu gut, Freunde. Danny kennt mich auch zu gut. Er verteidigt meine Ecken, ist klar.
Brudi! Brudi, hört auf mit so einer Scheiße, Mann! Nein, das war's. Blitzkau. Und der geht rein. Zwei Chancen, zwei Tore und er hat 99% Ballbesitz. Ich bin gebrochen, Freunde. Ich bin offiziell gebrochen. Das darf nicht passieren. Zwei Chancen, zwei Tore. Jawohl. Guck mal, ich gewinne den Ball und er geht nicht hin. Freunde, es ist Halbzeit. Ey, ich bin gar nicht sauer auf Danny oder so. Ich bin einfach sauer auf meine Spieler und was hier passiert. Aber ich glaube, es wird schwer. Ich überlege gerade sogar in der zweiten Halbzeit mit meiner offensiven Taktik zu spielen. Mit ständiger Druck. Aber da mache ich halt die Räume so krass auf, dass ich dann auch das 0-3 kassieren kann oder das 0-4. Aber ich muss es eigentlich riskieren. Was bringt mir es, hier 0 Punkte zu holen? Bringt auch nichts. Freunde, ich gehe meine sehr offensive Taktik mit ständiger Druck. Ich probiere alles oder nichts. Entweder gehe ich jetzt komplett unter oder wir machen jetzt noch ein paar Dinger. Obwohl, das noch zu früh. Kein Abseits. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Oh, Abseits. Abseits. Ja, Fandasa, Ehrenmann. Immerhin einer, der was kann. Ja, Bruder, Bounceback und der nächste Tor. Aus sowas passieren Tore. Ey, ich krieg keinen Bounceback, ich krieg keinen zweiten Ball, ich krieg nichts. Das Spiel ist verloren. So oder so. Und das gegen Danny ist tödlich. Sowas gegen Danny darf man sich nicht erlauben. Sowas gegen Danny darf nicht passieren. Man kann keine Tore. Ich habe euch vorher gesagt, Tor, kann nichts mehr machen. Ja, Torwart schon gemoved. Danny ist auch so ein Profi, ne? Bro, wie früher Torwart moved. Ich schieß trotzdem lange Eck, aber Danny ist zu gut, Freunde. Danny ist zu gut. Bisschen Glück. Bisschen Glück da und der Ball ist gleich durch. Mach ihn. Jawohl, Mann. Ja, aber bringt doch nichts, Wakes. Egal, Anschlusstreffer. Zwei noch. Ich mache jetzt ständiger Druck rein. Entweder 4-1 oder Dings. Entweder 4-1 oder Dings. Ich gehe noch irgendwie auf 3-2 und dann mache ich noch ein Lucky Tor. Ja, genau sowas. Genau sowas muss passieren. Und jetzt... Mach genauso Tore! Genau so eine Tore muss ich gegen Danny schießen. Genau. Abstoß! Guck mal, das meine ich. Das muss mir passieren, wenn ich gegen Danny gewinnen will. Sowas muss mir passieren! Sowas muss mir passieren. GG's an Danny. Das ist ein Spiel, wo alles klappt. GG's an Danny, gehen raus. Das war's. Ich bin K.O., Freund. Ich bin gebrochen. Ey, Bro, ich hatte so Hoffnung, dass genau sowas auf meiner Seite passiert wie bei ihm die ganze Zeit. Ne? Also wenn Danny noch das Spielglück hat, dann hat man sowieso keine Chance gegen ihn. Ich hätte schon so sehr wenig Chancen gegen ihn gehabt. Aber dann ist wirklich aller... Ja, was soll ich sagen, Mann? GG's gehen raus an Danny, er hat krass gespielt. Er ist nochmal eine Nummer zu groß für mich, muss man wirklich so sagen. Aber wie gesagt, ich konnte nicht verlieren, ich konnte nur gewinnen. Gegen Danny zu verlieren ist, glaube ich, keine Schande. Ich glaube, er hat schon andere gute Kandidaten in solchen Turnieren mit 11-0 besiegt oder so. Es geht klar. Und als nächstes geht es gegen Eli ran. Wird auch nicht viel einfacher, Freunde. So, Freunde, ich bin jetzt nochmal kurz in mich gegangen. Im Endeffekt... Ist es okay? Ich konnte nicht verlieren, ich konnte nur gewinnen. Ich hätte mir es nur ein bisschen anders vorgestellt, beziehungsweise gewünscht. Ist halt schwierig, ne? Leute, ein Like bedeutet ein Mitleid. Lasst ein kostenloses Abo da, jetzt wird es für mich richtig, richtig hart, gegen Eli überhaupt noch
weiterzukommen. Aber ich werde auch alles geben und versuchen, gegen Eli zweimal zu gewinnen, auch wenn es schwierig wird. Falls Eli das sieht, grüße ihn raus. Übertreib's nicht. Wir sehen uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.